Liebe Leute und willkommen zurück zu The Cat Lady. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir sind in der Wohnung von dem alten Mann. Und ich hätte ja gedacht, als wir zwischenzeitlich Joey Davis gesehen haben, dass es jetzt doch um den geht. Aber vielleicht arbeitet der ja auch mit dem alten Mann zusammen. Jedenfalls waren wir nie in dieser Wohnung von dem alten Mann drinne und der war ja total verwirrt und er wollte ja auch niemanden da reinkommen. Vielleicht hat er nur so getan, eines der ersten Sachen, die ich gesagt hatte, als wir mit dem geredet haben, na, das könnte der ja trotzdem sein. Aber sie haben ihn sehr schnell gestrichen und jetzt war ein Zettel an der Tür von Susan. Und ja, jetzt sollen sie hier in diese Wohnung kommen. Mal gucken, was uns jetzt hier überhaupt erwartet und ob wir das Auge Adams jetzt finden, der Mann, den Mitzi sucht. Are you Adam? Me? No, of course not. I don't have anything to do with all this foolishness. Never have. It's my son. I've told him time and time again, but he never listens. I've done my best to protect that boy, you know. I'm all he's got left in the world since his mama died, but it just wasn't enough. Where is he then? Where's Eye of Adam? He's in his room. Where else would he be? He's always in his room, staring at that screen for as long as he can. Aber woher weiß der das jetzt? Look, I've made up my mind about this. I want to help you. This mess he's in, it's gone too far. I can't be part of this. Woher weiß der alte Mann, dass die den suchen? I don't understand. He's watching us. Right now, he can see us on his camera. He's very clever with this stuff. I never got my head around it. Just as much as I needed to, I guess. But not a lot. Give us the key to his room. I want to talk to him. Look, it's a trap. He knows why you're here, and he will kill you. Both of you. But he will not kill me. He won't dare. All these years, I've looked after him well. He owes me everything. It breaks my heart to do this now. What choice do I have? He left me this. I was supposed to keep it for myself. But I want you to take it. He won't dare to kill his own father. And I won't let two innocent lives be lost because of him. What is it? Just take the damn thing. There's not much time. Didn't you hear me? He's watching. Was ist das? Was ist denn das jetzt? Adams Vater, nimm Schachtel. What is it, Mrs. A? It's a shoebox. Take it away. Get rid of it. He must see that I don't have it anymore. Shall we open it? Bin verwirrt. Was haben wir jetzt bekommen? Aber nicht, dass das auch so ein fieser Trick ist, dass der Sohn dem Opa das gegeben hat, damit sie irgendwelche Leichenteile entsorgen, damit der nämlich aus dem Schneider ist und am Ende Susan und Mitzi irgendwie das Problem haben oder so. Wir öffnen die mal. Eine Gasmaske. Oh Gott. Mitzi, we have to get out of here. Quickly. It's a gas mask. He's going to poison us. Oh, krass. Oh Gott. Und wir haben nur eine, ne? Ach du Scheiße. It's too late! Shit. Oh, shit. 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 No! Stop that, Adam! You're going to kill your father! We'll never make it to the door. That room is filling up with gas too quickly. Put the mask on, Mrs. A. What about you? No. No, I can't! You've got to. This is your only chance. No. I can't let you die. Not like this. It's my fault that you're here. I'm dying anyway. And you've got to live, Mrs. A.
You'll live and you'll be happy again. You've been a great friend, Mrs. A. Gib Mitzi die Maske, zieh die Maske auf. Nein, nein, ich möchte die echt Mitzi geben. In der Hoffnung, dass es vielleicht Susan doch noch schafft. Es wäre sehr schön, bisher hat Susan immer alles geschafft, in welchen Tötungssituationen sie auch war. Und ich will Mitzi nicht verlieren. Ich gebe sie Mitzi. Ich versuch's mal. Ich weiß nicht warum, aber ich gebe sie ihr, weil ich finde die so lieb. Also ich finde, dass die beiden sollen natürlich leben, aber ich gebe sie einfach mal ihr. No. You've got a date, and I'll make sure you turn up for it. I can't. There is no time to argue. I'll be fine. Now. Do it! Die soll sich um den Kerl kümmern, der denen das antut. Tja, da sind wir wieder. Ich wusste, dass Susan nicht ganz verschwinden wird. Irgendwas muss da noch kommen. Und Mitzi soll sich bitte, bitte in der Zeit um den Killer kümmern. Das wäre jedenfalls sehr, sehr gut, wenn Susan auf irgendeine Art überlebt hat. Und Mitzi dann auch. Und wären beide am Ende zusammen. Das wäre das, was ich mir natürlich wünschen würde. Frage ist, wo ist Susan jetzt wieder? Und werden wir vielleicht dem Tod noch einmal begegnen? Da ist sie auch schon. Wie am Anfang des Spiels. Welcome home, darling. I've been waiting for you. What took you so long? Say what you've got to say and let's finish this. I'm tired of you. Tired of all this madness. I just need to get back. Very well. I'm not planning to keep you long. Let's go inside. I have one last job for you. There are still 2 candles left, Susan. You know how this works. A soul for a soul. And that's it. I blow out the last candle and I'll never have to see you again. Only if you blow out the right one, I'll never bother you again. Isn't that what you want? But if you choose wrong, it will be your life extinguished forever. Just take a deep breath and do it. But how should I know which one's right? That's the thing, Susan. You can't know that. In life, you can't always know the consequences before you make a decision. Haven't you learned that yet? That's not fair. Nothing is fair. You opened your heart talking to that doctor, and he butchered you like an animal. Then, those disgusting cannibals, they chop you up and cook you for dinner if you'd let them. And what about the man with the flowers? All that he wanted was to hear you play before he split your skull open. The way your husband treated you, the way your neighbors laughed at you for years, just for being different. You did not deserve all that, and yet it happened. Am I forgetting something? Oh, yes. Of course. Most of all, was it fair that... Shut up! Just shut up, you ugly bitch! Now I know who you really are. All those feelings I had in me for years,
That bitter guilt and self-pity, that hatred for myself and everyone else. You are that miserable illness that's consumed my heart all these years. You, always there, but not any longer. I let you take control of my life. I believed it was right to feel like this. But not any longer. This ends here. Then blow out the candle. Ich würde eher am liebsten sie töten. Ich weigere mich mal. No, I won't. I'm done playing your stupid little games. You won't tell me what to do anymore. I am stronger than you. I can close my eyes and you'll be gone. Blow out the candle. It's time to say goodbye, sister. Ja, mal gucken, ob das klappt. I'm not gonna miss you. You will never leave this place without me. You need me. We are one. No. Oh. Tomato. Tomate. Oh mein Gott. You were thinking about a tomato, right? Tomato is a fruit, silly. Who cares? I like tomatoes. So do I. But I hate to disappoint you, but I was really thinking of onions. Why onions? They're the saddest of the vegetables, of course. They make people cry. What happened, Mrs. A? I saw you die. And yet, you're here. Alive, like if nothing's ever happened. Well, let's put it this way. Everyone knows cats have 9 lives. So do cat ladies, apparently. But this time, I feel there won't be second chances. I'm down to 1 last life now. I can't afford to waste it. You are such a nutter, Mrs. A. You are absolutely fucking bonkers. But I'm so happy to see you. Never, ever do that to me again, all right? I can happily promise you that, Mitzi. This is it. His room is through that door. It's time to face the Eye of Adam. What are we waiting for? Let's do it. Ah, es ist so spannend. Und vor allem hatte ich ja dann doch recht mit den 7 Leben. Irgendwann wurde das ja in einem Gespräch erwähnt mit den 7 Leben. Und das ist ja das, was ich auch die ganze Zeit schon gedacht habe, dass Susan so 7 Leben einer Katze hat. Sagt man ja immer, dass Katzen 7 Leben haben und deswegen nicht so schnell sterben. Und dass halt sie vielleicht immer wieder doch gestorben ist und wieder auferstanden ist und jetzt halt diese Leben zwar aufgebraucht hat, aber der Plan, den ich hatte, ist ja quasi jetzt aufgegangen. Susan hat es irgendwie wieder geschafft und Mitzi lebt auch noch. Vielleicht nicht, wenn ich ihr nicht die Gasmaske gegeben hätte, ich weiß es nicht. Aber jetzt sind sie zusammen und gehen da rein zu dem Arsch. Mal gucken, wie das jetzt hier drinne wird. Oh mein Gott, die ganzen Bilder. Boah, das ist bestimmt so richtig ein kranker Typ. Oh mein Gott. You're the Eye of Adam? A pathetic, wheelchair-bound invalid? Is this a joke? Do you know who I am? Do you know what you've done to me? You fucking murderer! Tonight it's your turn to die. I'm gonna paint this room with your brains and I'm gonna watch and smile. I swear to God I'll do it. Well, nothing to say? Nothing at all? Aren't you going to beg for your sad little life? Say something! Anything! Mitzi, where did you get that gun from? It doesn't matter.
Please, Mrs. A. This is something I have to do. You are free to leave if you want. You don't have to be a part of it. Just try to understand. Beg for forgiveness, you scum! What the fuck is wrong with you? You don't believe I'm gonna shoot you, do you? Oh, I've dreamt of this moment for so long. Look at this man, Mitzi. He hasn't twitched a muscle since we entered the room. I think he's paralyzed. That's impossible. He's lying to us. He's faking it. Do something. Talk for God's sake. I need you to answer me. I need to know. He won't answer you. He can't talk. Then how did he post all that stuff online? What the... How did he do it? I think I know how. See that little device on his left eye? I've heard about these. It's a controller. It seems the only part of his body he can move is his eyeball. Controller connected to the computer tracks its movement, allowing him to... What? That's ridiculous! How do you even know such things? I'm a nurse? I've seen these before. Well, I've seen eye-controlled wheelchairs, but there's no reason why it wouldn't work with a computer. Jesus. That would explain the whole Eye of Adam thing. He really is just the eye. But no, that doesn't change anything. He must die. He deserves nothing more. What? You arrogant shit! I will fucking do it! Just tell me one thing. One thing. Why? Why did you make Jack kill himself? Fine. It'll be a pleasure. Ready to die, scumbag? Schau dir diese Sauerstoffflaschen an. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Du hast mich angelogen. Du hast nie gesagt, dass du ihn töten willst. Tja, ich weiß nicht. Also es könnte natürlich echt sein, dass wenn sie jetzt den Abzug drückt, dass das Ganze da in die Luft geht. Oder was ich auch gedacht habe, ist, dass der Mann hier halt, also das Auge... Adams gerne sterben will oder auch so eine Art Saw-Typ, der die Leute dazu anleiert, sterben zu wollen, und wenn sie nicht um ihr Leben kämpfen, dann sind sie es nicht wert und sollen eh sterben. Also so mäßig, wer sein Leben zu schätzen weiß, der muss drum kämpfen und alle anderen sind es eh nicht wert. So ein auf, ich bin selber gefesselt an den Stuhl, ich kann mich nicht bewegen, gar nichts bis auf mein Auge und würde gerne gesund sein und leben können. Und die ganzen Leute haben irgendwelche Probleme und wollen sogar sterben. Man braucht es ihnen nur sagen und die machen das. So ein bisschen halt Saw-mäßig, kämpft um euer Leben-Typ, sodass er halt gerne umgebracht werden will. Weil ich weiß auch nicht, weil er halt selber ja voll gefesselt ist und nichts machen kann. Ja, weiß ich nicht. Einfach nur so eine komische These. Du hast mich angelogen. Du hast nie gesagt, dass du ihn töten willst, sag ich jetzt mal. Oder halt, schau dir diese Sauerstoffflaschen an. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Ich versuche mal zu sagen, hey, du hast nie gesagt, dass du ihn töten willst. You lied to me. You never said you wanted to kill him. Now, wasn't that quite obvious? What did you think I wanted to do? Have a coffee with him?
chat about the weather or politics. For God's sake, I'm here because this son of a bitch needs to die. If I don't kill him now, he'll just carry on and more innocent people will lose their lives. Do you really want that? Because I don't. Ja, schau dir diese Sauerstoffflaschen an. Das ist nicht der richtige Weg. Mach stattdessen einfach die Computer aus. Denk mal einen Augenblick darüber nach. Würde Jack sowas wirklich wollen? Mach stattdessen die Computer einfach aus? Würde das denn so viel bringen? Wenn der Typ sie wieder anmachen kann? Ich meine, wenn der sich nicht bewegen kann, kann der denn dann überhaupt was machen? Kann er die wieder anmachen? Schau dir diese Sauerstoffflasche an. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Ich sag das mal. Oder halt tatsächlich auch nochmal das mit Jack ansprechen. Würde der sowas wirklich wollen? Ach, keine Ahnung, was der Typ denken würde. Aber man könnte halt sie dadurch weiter auf ein Gespräch... man kann sie ein bisschen noch weiter in ein Gespräch verwickeln. Und das, ich möchte schon wissen, was da noch kommt. Think about it for a second. Would Jack really want this? This bastard messed with Jack's head. He tricked him. That's what he does. He fucking tricked him. But would Jack really want you to become a murderer? No. He wouldn't. He wasn't violent at all. He was the kindest, sweetest guy I ever knew. Exactly. Now, put that gun down already. But what about me? No, I'll do it. I know Jack will forgive me. Schau dir diese Sauerstoffflaschen an. Nochmal, das ist nicht der richtige Weg. Mach stattdessen einfach die Computer aus. Ohne seinen Vater ist er harmlos. Tja. Das ist nicht der richtige Weg. Mach stattdessen einfach die Computer aus. Also wir versuchen gerade, Mitzi zu überreden, wobei ich Mitzi natürlich auch sehr verstehen kann. Mal abgesehen davon, dass sie ja nur ein Opfer ist, die einen Angehörigen verloren hat. Wenn man die Fotos da oben sieht, dann hat er ja ganz viele Leben auf dem Gewissen. Und selbst wenn das halt, wie gesagt, so ein bescheuerter Plan ist, die Leute dazu anzuregen, dann ist das natürlich völlig irre, das auf diese Art zu tun. Menschen halt dazu zu bringen, auf die eine oder andere, ist natürlich völlig daneben. Schau dir diese Sauerstoffflaschen an. Mach stattdessen die Computer aus, mal gucken, was sie sagt. This isn't the way to do it. Just turn these computers off instead. No! He doesn't deserve to live after what he's done. And who are you to serve justice like this? Do you really want to kill an unarmed, paralyzed man? Why are you doing this, Mrs. A? I thought you were my friend. That's exactly why I'm doing this. Even if we survive the explosion, how will you be able to live with yourself? I won't have very long to live with it. I'll manage just fine. Schau dir diese Sauerstoffflaschen an. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Look at these oxygen tanks. I don't think it's a good idea. What? Why not? I'm the one holding a gun here. And I will blow this bastard's brain out as soon as he looks at me. You hear me? Look at me. I want you to see what you've done. The pain you've caused me. Mitzi, that's not what I meant. Just put the gun down for a second. No! No. I can't do that, Mrs. A. I'm sorry. This is something I have to do. I have to. Can't you hear that hissing sound? These cylinders are clearly leaking gas. Please stay out of it. What? Who found me? I don't care. Just leave me alone. Na, jetzt könnte man natürlich nochmal wieder sagen, ohne seinen Vater ist er harmlos. Wir halten sie hin. Wir sind hier kurz wahrscheinlich vor dem Finale. Ich werde aber trotzdem nochmal jetzt an der Stelle einen Cut machen. Wir sehen uns vielleicht im letzten Part von The Cat Lady. Wir finden es heraus. Bis dann, Leute.